Sein Aufschlag ist gar nicht so was Besonderes. Mannschaft aus Ochsenhausen. Ganz interessantes Spiel. Ja. Ganz interessantes Spiel zu legen, aber sehr, sehr überlegt und technisch sehr gut aufgebaut. Wie es nicht anders zu erwarten ist, als sich nur auf die Bundesliga fokussiert und konzentriert. Jetzt den Aufschlag von Can Kuhn lesen kann. Can Kuhn, aber davon ist jetzt nichts mehr zu merken. Er ist gut ins Spiel gekommen, natürlich jetzt auch durch. Schwierig wird es für ihn, wenn er wirklich viele einfache Punkte verliert, dann wird es für ihn schwierig. Aber wenn er so im Spiel ist wie jetzt, dann ist er wirklich ein sehr, sehr gut, extrem schwerer Aufschlag. Aber ja, also er fühlt sich jetzt in diesem Satz eigentlich sehr wohl, weil er auch immer irgendwo gut ins Spiel kommt. Ja, man hat es ja wieder jetzt gesehen, er hat eigentlich der Vorhand zu nutzen. Als ob er es gehört hätte, straft er mich hier. Hat er selbst jetzt Schwierigkeiten gehabt. Und da gleich den ersten Rückschlag wieder genommen. Can Kuhn. Stark. Rückhand über den Tisch und sichert sich den Punkt zum 2:0. Den Beinen arbeiten, ist ein tiefer Leben als immer gehalten. Aber ja, etwas verhaltener, hier sehr beweglich bislang. Einfach klasse. Oder ein Aufschlag, der nicht so hoch geworfen ist, da muss man definitiv reagieren. Und das muss auch Dimitri Masonov jetzt in der Satzpause sehr guten Rückschlag gespielt. Nein, nicht notwendig. 11:7. Und da gemeinert sagen, es wird dann doch etwas mehr die schnellere Holzvariante mit den etwas härteren Belegen gespielt. Ja, wichtig ist es auch zu sehen, dass Simon Gossi die Körpersprache hat. Ja, da kommt die Führung bringen kann. Führt ja 2:0 in Sätzen hier. Simon Gossi, um seinen Rhythmus zu finden, gegen so einen chinesischen Spitzenspieler. Sehr schön, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Stark, stark, stark. Das war schlecht gespielt von mir. Und da hat er sich wirklich diesen Punkt erkämpft. Ich hätte fast gesagt, das ist eine Spezialität von Simon Gossi. Wenn wir das Best-of von Simon Gossi mal uns Revue passieren lassen auf den verschiedenen Videokanälen, dann sind es immer wieder solche Zauberbälle. Hat ein herausragendes Gefühl. Ja, noch mehr forcieren. Hat jetzt einen guten Start im vierten Satz gehabt. Und, auch wenn er jetzt den Fehler gemacht hat, ist er voll im Spiel drin. Ja. Wahnsinn! Wahnsinnsballwechsel, Wahnsinnsballwechsel und schauen Sie die Emotionen. Can Kuhn sichert sich diesen nicht ganz leichten Ballwechsel und Rossi.